Guten Tag, mein Gott. Willkommen zurück zu Mega Man 8. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass Wily eine gelbe Basis hatte, diese aber verlassen hat. Nun werden wir unseren ersten Roadmaster antreten. Let's do it! I'm Clownman! Alright, Clownman Time! Gleich mal am Anfang ein Secret. Wenn man diesen Clown in den Mund schießt, mit dem Mega Ball, gibt's ein One-Up. Wie nett! Gut, dann gehen wir einfach mal unseren Weg. Ah! Scheiß Fallen! Wenn ihr hier hinschaut, seht ihr Spielzeuge von Gutsman G aus Mega Man 7, Iceman, Cutman aus Mega Man 1 und diese Dinosaurier-Roboter auch aus Mega Man 7. Und was diese anderen Dinger sind, weiß ich nicht. Na egal, Würmer aus dem. Aus der Decke. Hilfe. Wieso denke ich immer, dass diese scheiß Gutsman G-Dinger Gegner sind? Da kommen wir nicht ran, weil das ist zu weit der Sprung. Oh yeah. Game Design for Backtracking, yay! Diese Dinger lassen Sachen runterfallen mit Gegnern. Diese Züge tun weh. Au. Ja, die tun weh. Nur der grüne Teil nicht. Warum auch immer, scheiß auf Logik. Mega Man! Mega Man! Noch ein Leben, wow. Das ist spendabel Spiel, spendabel. Sehr spendabel. Gut, Waffe der G brauche ich nicht unbedingt, aber okay, fülle ich einfach mal Mega Ball auf. Ich kann es mir leisten. Wow, der ist am Ziehen. Yeah! Ah! So, das. Okay, kommt noch ein Zug. Riding on Trains. Nicht so cool wie Riding on Cars, aber. Wieso muss man das noch wehtun? Ich dachte, ich kann mich da verstecken. Okay, du bist nicht besiegt, du fliegst weiter. Ich stirb! Hier ist ein kleines Gimmick, der schlägt an der Glocke. Und auf dem Block, wo er steht, das passiert. Der Kreis ist einfach so ein: nichts passiert, du bist gut. Mir geht's gut, nichts passiert, alles in Ordnung. X ist, du nimmst Schaden. Und da gibt's noch ein paar andere, aber. Was da? Bam! Miniboss Time! Es ist ein Bär-Kreis-Ding. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht, ob ich den besiegen kann. Bin mir jetzt echt nicht sicher, weil. Ich meine, Lebensenergie ist ein bisschen im Arsch, aber okay. Nein. Ich bring dich noch um! Yes! Yeah! Party! Party! Und wir bekommen ein Fragezeichen, das ist sehr ausschlussreich, danke. Nein, wir bekommen unser erstes, wenn es weitergeht. Ja, es gibt auch jetzt so Lade-Checkpoints zwischen den In-Level. Wir haben das erste Rush-Item, Rush Mystery. Da kommt Rush. Und. Also eigentlich sollte er uns ein Item geben, aber manchmal macht das so einen Scheiß. Cotney Bumbleberry Joe oder was auch immer der Name ist, die ist da auch wieder hier. Ah, ich hasse die Viecher. Komm schon. Hier. Ich will nicht auf die Totenkopfblöcke. Weil dann fliege ich eine Etage tiefer. Das ist dezent blöd. Aber nur dezent. Ja, zum Beispiel hier, diese Stacheln, ja, super. Ich liebe Stacheln, vor allem in Mega Man, das ist Instant Kill, yeah! Und das Ding bringt uns weiter hoch. Geil. Immer toll, immer gern gesehen. Was ist da drin? Achso, ja, das ist der Raum, da ist ein bisschen Puzzle. Ja, den sind. Ich spiel auch scheiße! Na egal, hier kann ich euch zeigen, was Mega Ball noch für eine Fähigkeit hat. Wenn man auf den Ball drauf hüpft, dann hilft er einem hoch.
Also das ist sozusagen der Ersatz für Rush Coil, meiner Meinung nach. Scheißenheimer. Weil da, und da oben, da kann man jetzt perfekt sehen, wie man Mega Ball für sich verwenden kann. Ich komme jetzt einfach mit einem geladenen Schuss auf den. Nein! Komm hoch. Scheiße. Scheiße. Fuck. Das war's, scheiß drauf. Ich brauche jetzt eh nicht alle Schrauben. Es genügt mir, wenn ich ein paar habe, die ich weiß, wo die sind und die auch. Geh auf die Leiter nehmen, danke. So. Ein kleiner Trick, man kann die so besiegen, wenn man nah genug an den Rand ist. Okay, die letzte Area ist ein Mysterium für die ersten Spieler. Man muss die Fragezeichenblöcke über den Fragezeichenblöcken stehen, zumindest über den richtigen, und die helfen einem höher. Gut, welcher? Ja? Ich glaube der. Nein, nicht der. Tja. Dann hätte ich aber eine weitere Vermutung, welches sein könnte, und zwar der. Come on. Yes. Aber ich glaube, jetzt ist es der. Yay! Okay. Gut, noch ein Waffenauffüller brauche ich nicht unbedingt, aber okay. Dann werden wir wieder runterbefördert. Und Dr. W. Dr. Walnuss? Nein, Dr. Wily. Dr. Walnuss, ich bin auch wieder komplett übergedreht. Yo, Kiki. Was? Yo, Kiki? Na egal, Clownman ist ein bisschen tricky, wenn man ihn das erste Mal annimmt. Also. Fühlt euch nicht schlecht, wenn ihr ihn nicht sofort besiegen könnt. Wenn er Thunder Claw sagt, dann müsst ihr einfach nur aus dem Weg springen. Dann hat er noch diesen Trapezschwinger, wo er über den Bildschirm schwingt. Und der Donnerkarneval, da macht er den hier. Und dann rusht er noch auf eine Seite des Bildschirms, um sein Trapez zu machen. Na, der Thunder Karneval und sein Trapezsprung sind für mich am schwersten auszuweichen. Thunder Claw ist sau einfach auszuweichen. Shell. Das Beste ist, man kann den Thunder Karneval nicht schaden, wenn er den macht. Also. Na. Und. See you in my dreams. Mega creepy. Ja, Pillow Man, hä? Huh? Von Clownman bekommen wir Thunder Claw, welche ich euch im nächsten Part erklären werde. Weil jetzt will ich einfach mal meine Daten speichern. Und ja. Im nächsten Part werden wir den nächsten Robotmaster ausschalten. Bis dahin. Auf Wiedersehen.